Sei stark und mutig. In dem Leben von uns Menschen gibt es immer wieder Situationen, wo wir gewohntes Terrain verlassen und uns auf Neues einlassen müssen. Manchmal ist es geplant. Dann fällt es uns leichter, das zu akzeptieren. Aber wenn es so unerwartet, so ungeplant passiert, dann kann es uns das ganz schnell vor einer großen, unüberwindbaren Herausforderung stellen. In unserem Leben geschieht es immer wieder, dass wir Altes verlassen und uns auf Neues einlassen müssen. Da ist es zum Beispiel von der Schule ins Studium bis hin oder in eine Ausbildung. Oder aber auch vom Ledigsein in eine Beziehung bis hin in die Ehe. Oder aber auch vielleicht ja von einem kleinen Posten im Beruf zu mehr Verantwortung, zu einem größeren Posten. Aber auch vielleicht das Verlassen einer gewohnten Umgebung in eine neue Umgebung, in etwas ganz Neues. Wir lassen Altes zurück und treffen auf neue Aufgaben, auf neue Herausforderungen. Sie stehen uns bevor. Und genauso war es im Leben und genau vor so einer Herausforderung stand auch Josua. Josua, der Nachfolger Mose, sollte das Volk Israel in das versprochene Land Kanaan führen. Eine Aufgabe, von der ich mir gut vorstellen könnte, dass sie Josua vor einer riesigen Herausforderung gestellt hat und er vielleicht total überfordert damit war. Aber Gott lässt Josua in dieser Situation nicht einfach auf sich selbst gestellt, sondern Gott spricht Josua in dieser Situation ganz bewusst Mut zu. Und an dieser Situation, in der Gott Josua Mut zuspricht, möchte ich für uns herausstellen, wie Gott auch uns heute noch ermutigt. Und das Erste, was Gott hier tut, er ermutigt Josua, indem er ihm eine Verheißung gibt. Aufgrund der Verheißung Gottes. Und das Besondere an diesem Auftrag, den Gott an Josua hat, ist, dass dieser Auftrag nicht nur von Aufforderungen besteht. Gott sagt nicht nur zu Josua, überquere den Jordan, erobere dieses Land und verteile es dann an die 12 Stämme. Nein, er verspricht ihm etwas im Voraus. Das heißt, dass schon mit dem Auftrag das Versprechen gegeben ist, dass Josua erfolgreich sein wird. Josua 1, die Verse 1 bis 6 möchte ich mal vorlesen. Und es geschah nach dem Tod Moses, des Knechtes des Herrn, da sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, dem Diener Moses folgendermaßen: Mein Knecht Mose ist gestorben, so mache dich nun auf, ziehe über den Jordan dort, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich ihnen gebe, den Kindern Israels. Jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten, habe ich euch gegeben, wie ich es Mose verheißen habe. Von der Wüste und dem Libanon dort bis zum großen Strom Euphrat. Das ganze Land der Hethiter bis zu dem großen Meer, wo die Sonne untergeht, soll euer Gebiet reichen. Niemand soll vor dir bestehen, dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen gebe. Kann Josua für einen Auftrag mehr ermutigt werden, als durch die Verheißung, dass Gott ihm bereits Erfolg schenken wird? Und nicht nur das, Gott sagt, ich habe es dir gegeben. Gott will nicht nur helfen, sondern er, der ja allmächtig ist, hat schon bestimmt, dass Josua erfolgreich sein wird. So sehr, dass er sagen kann, ich habe euch das ganze Land gegeben. Wir dürfen nicht vergessen, wenn Gott etwas verheißt, dann ist das nicht so, wie wenn wir Menschen einander ein Versprechen geben. Eine Verheißung oder ein Versprechen bei Gott ist nicht nur eine Zusage, sondern es bedeutet, dass es bereits beschlossen ist. Dass es genauso kommen wird, wie Gott es gesagt hat. Da gibt es nichts zu rütteln. Da kann niemand und nichts etwas dran ändern, denn es wird so passieren, wie Gott es gesagt hat. Außerdem kann Gott nicht lügen und er kann auch nicht vergessen. Was uns Menschen
hier und da schon mal passiert. Also wir brauchen nicht an seinem Wort zweifeln. Gott wollte, dass Israel dieses Land bekommt und keiner konnte etwas dagegen tun. Und das Schönste ist, dass wir noch ein viel stärkeres Versprechen bekommen. Gott sagt zu Josua, dass er bei ihm ist, so wie er bei Mose war. Mose war für Josua ein Beispiel. Aber im Neuen Testament steht, dass in Jesus auf alle Verheißungen das Ja ist. In 2. Korinther 1, Vers 20, dort lesen wir, denn so viele Verheißungen Gottes gibt es. In ihm ist das Ja und in ihm auch das Amen. Gott zum Lob durch uns. Alle Zusagen, die Gott seinem Volk und dem einzelnen Gläubigen macht, sind erfüllt in Jesus Christus. Sie sind gesichert in Jesus Christus. Wir sehen also in erster Linie nicht auf Mose, ja, der auch ein gutes Vorbild für uns ist. Nein, wir sehen auf Jesus Christus. Gott sagt also, weil mein Sohn am Kreuz für mein Volk gestorben ist, werde ich alles erfüllen, was ich versprochen habe. Ich werde sie erretten. Ich werde ihnen das ewige Leben geben. So wahr mein Sohn starb, so wahr werde ich mit meinem Volk, so wahr werde ich mein Volk bis in die Herrlichkeit führen und alle Zeit und an jedem Ort mit ihnen sein. Das ist doch eine riesige Zusage. Das ist doch etwas, woran wir uns auch heute festhalten können. Gott wird uns bis in seine Herrlichkeit führen und er wird mit uns sein. Wir wissen nicht, was morgen oder was in der nächsten Woche in unserem Leben passieren wird. Wir brauchen auch nicht darüber zu spekulieren. Aber wir haben allen Grund, stark und mutig durch unser Leben zu gehen. Wir haben allen Grund, stark und mutig in unseren Alltag zu gehen. Denn weil Jesus für uns gestorben ist, weil Gott als ein allmächtiger, liebender Vater uns immer gut führen wird. Das wird manchmal auch schwer und vielleicht auch sehr schmerzhaft sein. Aber Gott wird uns immer durch sein Wort die Kraft geben, auch ihn zu ehren, ihn groß zu machen. Und somit sind wir schon bei der zweiten Ermutigung. Die erste Ermutigung war ja die Zusage Gottes, die Verheißung Gottes. Gott als allmächtiger und liebender Vater hat uns zugesagt in seinem Sohn, dass er uns führen wird. Und wie können wir nun in dieser Führung Gottes gehen? Durch das Wort Gottes, die Bibel. Dadurch. Und lasst uns mal sehen, was Gott zu Josua in Bezug auf sein Wort sagt. In den Versen 7 und 8. Sei du nun stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zu rechten noch zu linken, damit du weise handelst, überall, wo du hingehst. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du weise handelst und damit du Gelingen haben wirst auf deinem Weg. Diese Verse drücken vor allem Josuas geistliche Verantwortung ihm selbst und dem Volk gegenüber aus. Er soll standhaft im Wort und im Willen Gottes gehorsam sein. Ständig warteten auf Josua verschiedene Versuchungen. Zum Beispiel die Versuchung, vielleicht sich auf seine eigene Kraft zu verlassen. Die Versuchung, auf ja bereits Erreichtem sich auszuruhen. Die Versuchung vielleicht, aus eigenem Gutdünken Entscheidungen zu treffen. Und vieles mehr. Es gibt unzählige Umstände, Situationen und sogar Menschen, die uns ja versuchen oder uns entmutigen wollen, weiterhin treu Gott dienen zu wollen. Und das ist dem Volk und Josua auch immer wieder passiert. Das haben sie immer wieder auch erlebt, dass sie entmutigt wurden. Und wenn Josua
Gottes Wort gehorsam ist, wird er weise handeln und die nötige Kraft haben, gute Entscheidungen zu treffen. Die nötige Kraft zu haben, auch für seine Aufgaben als Führer des Volkes. Das hebräische Wort hier für Weisheit oder für Weise ist noch viel weitreichender. Vielleicht kann man auch sagen, dass das Gesetz Gottes Weisheit und Klugheit gibt, die Erfolg mit sich ziehen. Und für Josua würde das bedeuten, dass er erfolgreich ist als Krieger. Dass er Erfolg haben wird als Anführer des Volkes. Dass er Erfolg haben wird als geistlicher Vorsteher. Die zweite Ermutigung also ist, Gottes Wort hat Kraft. Weisheit oder kluges Handeln fällt uns nicht vom Himmel, sondern liegt in Gottes Wort. Gott sagt zu Josua und er sagt auch zu uns heute, wenn du das Gesetz hältst, dann wirst du überall weise handeln. Das Wort Gottes leitet uns nicht zur Weisheit hin, als sei sie eine abstrakte Sache, eine Eigenschaft. Nein, in diesem Vers wird deutlich, das Gesetz selbst, Gottes Wort selbst ist Weisheit. Und wenn wir danach handeln, und wer danach handelt, der handelt wirklich weise. Also wenn wir fragen, wie wir weise handeln können oder handeln sollen, dann sagt uns diese Stelle, indem du dem Gesetz, also dem Wort Gottes, absolut gehorsam bist. Das soll uns ermutigen. Ermutigen, die ganze Bibel zu studieren. Jedes einzelne Wort wie einen trockenen Schwamm aufzusaugen. Es zu studieren und zu fragen, was hat dieses Wort, was haben diese Worte, was hat das, was die Bibel sagt, mit mir zu tun? Wie kann ich das in meinem Leben umsetzen? Wir finden in Gottes Wort Weisheit. Wir finden darin Antworten, wie wir in unserem Leben handeln sollen. Und zwar für jede Lebenslage, für jede Lebenssituation in unserem Leben. Zum Beispiel gibt uns Gottes Wort Weisheit im Umgang mit Geld, im Umgang vielleicht mit unserem Nächsten, mit Besitz, mit unseren Kindern, mit unseren Eltern, mit unserer Gemeinde, mit unserem Nachbarn, Umgang mit Krankheit, mit den guten und schlechten Dingen, ja, die uns Tag ein, Tag aus begegnen. Also Gottes Wort lässt uns stark und mutig durch unser Leben gehen. Und das möchte ich uns heute so bewusst machen. Forsche darin. Forsche, suche nach Antworten für deine Lebenssituation in Gottes Wort. Und dann kommen wir zum dritten Mittel, wie Gott Josua ermutigt und auch uns heute ermutigt. Und zwar ist es, weil Gott selbst gegenwärtig ist. Weil Gott selbst da ist. Gott sagt zu Josua in Josua 1, Vers 9, habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Das ist nochmal eine Zusammenfassung von den ersten beiden Punkten. Die Stärke und Tapferkeit Josuas im Angesicht aller Probleme kann nur in Gott selbst sein. Gott hat ja schon alles zugesagt und er ist ja auch allmächtig, um seinen Willen zu tun. Er hat uns die Bibel gegeben, die Schrift, sein Wort hat er uns gegeben, die uns weise macht, richtige und gute Entscheidungen zu treffen, richtig und weise zu handeln. Es ist nicht die eigene Kraft. Es ist nicht die eigene Stärke, auf die sich Josua verlassen hat, sondern die Gegenwart Gottes. Gott wird, wie er schon öfters auch gesagt hat, für sein Volk kämpfen. Und das hat Gott zum Beispiel auch durch die Bundeslade getan.
Es war ein großer vergoldeter Holzkasten, in dem unter anderem die Steintafeln mit den 10 Geboten lagen. Gott war in besonderer Weise an diesem Ort gegenwärtig, sodass er Josua auch dadurch einfach Mut gegeben hat. Durch die Bundeslade zum Beispiel wurde das Wasser im Jordan gestaucht, sodass das ganze Volk trockenen Fußes diesen Fluss durchqueren konnte. Es war für Josua ein ganz besonderer Trost, dass er Gottes Gegenwart an der Bundeslade sichtbar und erfahrbar erleben durfte. Wir Christen, wir haben keine Bundeslade in dem Sinne, aber es wird uns im Neuen Testament gesagt und deutlich gemacht, dass Jesus diese Funktion erfüllt. Jesus ist der Ort, an dem wir Gott begegnen. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 7, wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Das sollte uns eine Ermutigung sein. Gott wurde Mensch. Er kennt uns. Samt unseren Herausforderungen, samt unseren Problemen, samt unseren ganzen Lebensumständen. Er kennt uns durch und durch. Er weiß, wie wir fühlen. Er weiß, wie es uns geht. Er kennt uns und er gibt uns seine Verheißung. Er gibt uns sein Wort. Und er sagt uns zu, dass er mit uns ist. Und das gibt uns Mut, das gibt uns Kraft und das gibt uns Weisheit, die Herausforderungen unseres Alltages zu überwältigen. Es ist nicht unsere Kraft. Es ist nicht unsere Schlauheit, es ist nicht unser Selbstbewusstsein, was uns stark und mutig macht, sondern der Glaube daran, dass Gottes Verheißungen wirklich eintreffen. Der Glaube an sein Wort, dass das, was er uns in seinem Wort gibt, auch wirklich wahr ist und uns weise macht und uns weise Entscheidungen treffen lässt. Und es ist der Glaube daran, dass Gott in jeder Situation mit uns ist und uns hilft, uns beisteht, uns Kraft gibt. Das gibt uns Kraft. Das macht uns stark und das macht uns mutig. Amen.